Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im Hilton Palace, dem Hotel, bei dem man sich ganz genau überlegen sollte, ob man hier wirklich arbeiten möchte. Ich stelle euch heute dieses Zwei-Personen-Spiel von Yellow vor und wie immer schauen wir uns jetzt zusammen an, was es so alles in der Schachtel gibt. Ich erkläre euch den Aufbau, die Vorbereitungen, wie der Spielablauf ist und was am Ende gewertet wird. Hilton Palace zu starten, bekommt jeder von euch ein eigenes Hotel, einen Pagen, diese, seltsamen Gehilfen, eine Spielerhilfe, drei Glocken und solche Säulen. Die Säulen stellt ihr alle hier unten hin, denn das ist sozusagen das Fundament eures Hotels, das möglichst nicht zusammenbrechen sollte. Euren Pagen könnt ihr hier ins Foyer stellen und die drei Klingeln kommen hier auf den Tresen der Rezeption. Die anderen beiden Sachen könnt ihr einfach neben euren Spielplan bereitlegen. Außerdem legt ihr hier noch 18 Karten bereit in drei Reihen mit jeweils 6 Karten. Für die ersten Runden wird empfohlen, die Karten mit diesen Sternchen zu benutzen. Diese Karten schauen wir uns gleich genauer an. Des Weiteren legt ihr die Münzen, die es im Wert von 1 und 3 gibt, an den Spielfeldrand bereit und auch diese Token mit dem nicht so ganz freundlichen Gesicht legt ihr einfach am Spielfeldrand bereit. Jeder von euch hat also jetzt ein eigenes Hotel und das gilt es jetzt mit diesen illustren Gästen zu füllen. Das Spiel endet in zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, einer von euch hat alle drei Glocken verloren. Oder hier unten ist in mindestens einem Bereich alle vier Säulen weggebrochen. Das heißt, euer Hotel ist kurz vor dem Einsturz. Wenn ihr nun am Zug seid, macht ihr eine Reihe von Aktionen in einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst lasst ihr einen dieser Gäste in euer Hotel einziehen. Dabei gilt, da alles, was in Reihe 1 liegt, muss auch ins erste Stockwerk einziehen, entsprechend das ins zweite und von der obersten Reihe auch ins oberste Stockwerk. Wie sind jetzt aber die Karten aufgebaut? Ihr habt immer links ein sehr hübsches Bildchen, hier die Miss von Scream. Außerdem habt ihr hier rechts oben ein Geld, was eben sagt, ihr bekommt ein Geld, wenn dieser Gast zufrieden ist. Allerdings hier unten zeigt euch leider auch an, was passiert, wenn der Gast, was er einfach tut. Also der macht eben Dinge, die nicht immer so nett sind, aber da muss man eben mit zurechtkommen, wenn man solche Menschen in sein Hotel einlädt. Was das jetzt im Einzelnen heißt, werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich entscheide mich also in der ersten Runde für einen Gast. Zum Beispiel nehme ich diesen hier, den Dead Juan. Da ich ihn aus der untersten Reihe genommen habe, muss ich ihn auch irgendwo in der untersten Reihe einziehen lassen. Das kann anfangs noch egal sein, kann aber vielleicht auch schon einen ersten Hinweis haben. Ich könnte jetzt noch von meinen Helfern etwas einsetzen, das möchte ich aber jetzt am Anfang noch nicht. Und die nächste Sache ist dann, dass mein Page von Zimmer zu Zimmer schreitet und alle Gäste nach ihrem Wertenbefinden ausfragen wird. Ein leeres Feld wird dabei natürlich einfach übersprungen. Und wenn ich jetzt hier bei Dead Juan angekommen bin, dann möchte ich natürlich, gucke ich, dass im Zimmer alles in Ordnung ist. Ich bekomme Trinkgeld, nämlich diese eine Münze, die lege ich mir aber jetzt erstmal hier so ein bisschen versetzt hin.
Und dann passiert aber der Effekt, der auf der unteren Karte abgebildet ist. Was genau das immer heißt, das seht ihr hier auf dieser Spielerhilfe. Denn diese Spielerhilfe hat einmal auf der linken Seite einfach die Symbole. Also dieses krümelige Männchen sagt einfach, ich muss einen dieser Token oder einen dieser Token, wenn noch nichts vorhanden ist oder wenn schon etwas vorhanden ist, also das sehe ich an dem weißen oder schwarzen Bild. Und wohin muss ich diesen Token machen, das verrät mir dann das weitere Symbol. Bei Dead Juan habe ich jetzt hier zweimal diesen Token mit diesem kleinen Pfeil hier in der Mitte. Ich versuche mal, dass ihr das auch sehen könnt. Genau, also hier diesen Pfeil an der Seite, also dieses Ziel. Das bedeutet jetzt to any other guests. Also ich müsste jetzt zwei Tokens auf eine beliebigen meiner anderen Gäste verteilen. Ich habe noch keinen Gast, das heißt, dieser negative Effekt wird nicht eintreten, was natürlich positiv ist. Das heißt, ich kann hier ganz entspannt mein Trinkgeld entgegennehmen und würde jetzt auch noch alle weiteren Zimmer durchsuchen, da ist aber keiner, und mich anschließend wieder in die Lobby stellen. Alles Trinkgeld, was ich gesammelt habe, kann ich jetzt nehmen. Oder wenn ich schon Glocken verloren hätte, wie das funktioniert, sage ich euch gleich, könnte ich auch auf das Geld verzichten und dafür eine Glocke wieder zurückbekommen. Wir spielen jetzt mal ein bisschen weiter, damit ihr auch eher seht, wie solche Effekte vielleicht weiter entstehen. Mittlerweile sind schon ein paar mehr Gäste in mein Hotel eingezogen. Ich habe leider auch schon eine Klingel verloren. Das erkläre ich euch jetzt gleich, wie es funktioniert. Und in meiner ersten Zeile sind auch leider schon zwei Säulen verschwunden, was auch nicht so ganz gut ist. Aber der Page geht jetzt nochmal weiter. Und zwar gehe ich einmal in mein erstes Zimmer. Hier kann ich sogar zwei Münzen verdienen. Die lege ich mir erstmal hier hin. Dafür müsste aber angrenzend an den hier, beziehungsweise alle, die hier oben und unten sind, müsste ich einen Marker hinlegen, wenn die noch keinen haben. Heißt, hier ist ja schon ein Marker drauf, müsste ich also keinen hinlegen, aber hier müsste ich einen Marker drauflegen. Und alternativ kann ich eben auch sagen, ich möchte das Geld nicht, also ich bediene diesen Gast sozusagen nicht und lege aber dafür dann einen dieser Marker dort drauf. Das mache ich jetzt einfach mal. In meinem zweiten wird gesagt, okay, ich muss jetzt an zwei Leute Marker verteilen. Das möchte ich auch nicht, denn sobald ein zweiter Marker auf einen draufkommt, werden diese beiden Marker entfernt, aber auch eine Glocke. Und das ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich. Das heißt, auch diesen Gast werde ich erstmal jetzt nicht froh machen. Das ist nicht so gut, aber gut. Jetzt gehe ich hier weiter. Auch hier müsste ich jetzt in dieser Reihe einen Marker drauflegen, um das Geld zu bekommen. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Aber diesen Gast hier, den kann ich glücklich machen. Dafür kriege ich ein Geld. Dafür muss ich allerdings zwei beliebige Säulen entfernen. Das mache ich jetzt mal hier hinten. Da ist ja noch nicht so viel passiert. Also hier habe ich jetzt auch Löcher. Dafür habe ich aber das hier bekommen. Und dann wandere ich noch hier oben und die Creepy Twins sagen mir, ich muss hier in dieser Zeile bzw. in dieser Spalte jedem, der schon einen Marker hat, einen Marker geben. Das kann ich machen, weil da ist nämlich noch niemand. Aber dann muss ich auch die Karte umdrehen. Das ist hier unten dieses Symbol. Und auf der anderen Seite ist das entsprechend nochmal mit, wer hält noch keinen Marker hat. Aber dafür kriege ich auch nochmal ein Geld. So hätte ich also in dieser Runde zwei Geld verdient. Die gebe ich aber beide ab, um meine Glocke wieder zu bekommen, sodass ich mit einer etwas besseren Voraussetzung in die nächste Runde starte. Aber es sieht schon relativ schlecht aus, das muss ich einfach zugeben. Dafür kann ich jetzt aber, wenn ich wieder dran bin, also mein Page geht wieder hier runter, hat erstmal seinen Job erledigt, aber auch meine anderen mal einsetzen. Und zwar kann ich für drei Geld
mit diesem Assistenten hier einen beliebigen Marker irgendwo entfernen. Das heißt, ich würde den also umdrehen. Das mache ich, nachdem eben ein Gast eingezogen ist. Und würde zum Beispiel sagen, ich mache hier bei Pipo mal einen weg. Ja, dann kann ich den gleich vielleicht auch bedienen. Ich darf immer nur einen in jeder Runde machen. Die anderen erkläre ich euch gleich. Das heißt, ich würde jetzt gleich wieder einen Gast einziehen lassen. Zum Beispiel hier den Schnarcher. Gehe also wieder rum. Jetzt ist Pipo dran. Hier müsste ich also wieder um 2 Geld zu bekommen, jedem in seiner Reihe und Spalte, der noch keinen Marker hat, einen Marker drauflegen. Da die aber beide einen haben, kann ich entspannt das Geld nehmen. Dann kann ich zum Dead Juan gehen. Auch hier wieder kann ich einen Marker, ein Geld bekommen, wenn ich auf 2 andere einen Marker lege. Das mache ich jetzt einfach mal, und zwar nämlich auf meinen neuen und auf den Pipo von eben. Dann gehe ich hier nach oben. Hier heißt es wieder in der Reihe, alle, die noch keinen Marker haben, bekämen einen. Da ja der schon einen hat, bin ich da also entspannt, kriege also das eine Geld. Muss aber auch hier die Karte wieder umdrehen. Hier muss ich jetzt in meiner Reihe jedem einen hinlegen. Das mache ich auf gar keinen Fall. Hier kann ich wieder 2 Säulen wegmachen. Das kann ich noch, auch wenn es jetzt hier unten recht wackelig aussieht. Dafür kriege ich dann aber hier einen Marker. Und dafür, dass ich ihn hier aber nicht erfüllt habe, muss ich natürlich einen zweiten drauflegen, der leider wieder dann dazu führt, dass ich eine Glocke verliere. Und schließlich gehe ich hier oben noch hin. Hier heißt es, alle, die keinen haben, bekommen einen. Das heißt, den kann ich also entspannt erfüllen, kriege ich also wieder einiges an Geld. Und das wird wieder umgedreht. Ihr seht also, es ist immer ein Gast nehmen, einsetzen, eventuell Assistenten irgendwie einsetzen. Und dann gehen wir hier einmal durch das Hotel. Und wie gesagt, ihr müsst eben immer überlegen, möchte ich diesen Gast bedienen? Dann kriege ich das Geld, was oben ist, aber es passiert das, was unten ist. Oder möchte ich den nicht bedienen? Dann bekommt man solch einen Marker drauf. Ist der zweite Marker drauf, geht eine Glocke weg. Ist die dritte Glocke weg, habe ich das Spiel verloren. Oder eben, wenn ich hier unten in mindestens einem Bereich alle meine Säulen weg habe. Auch dann hätte ich verloren und entsprechend die andere Person gewonnen. Jetzt möchte ich euch aber noch zeigen, was ich noch mit diesen Assistenten machen kann. Also einen habe ich euch ja schon vorgestellt. Für 3 Geld könnt ihr einen beliebigen Marker entfernen. Für 2 Geld könnt ihr auch Gäste miteinander den Platz tauschen lassen. Das ist natürlich eben wichtig, weil das Einsetzen dieser passiert ja, bevor der Page geht. Also da kann ich noch mal gucken, was ist vielleicht sinnvoll, weil der ja immer in der Reihe der Zimmernummern geht. Was könnte da behilflich sein? Dann kann ich auch mit Hilfe dieses Assistenten wieder eine Säule errichten. Also ich kann mir hier unten noch mal ein bisschen helfen. Mit Hilfe des Telefons kann ich sagen, okay, mein Gegner muss im nächsten Zug aus dieser Reihe etwas nehmen oder aus dieser Reihe oder aus der unteren Reihe. Also ich kann sozusagen die Reihe festlegen, aus der mein Gegner eine Karte nehmen muss. Und zu guter Letzt kann ich auch noch Gäste im Hotel meines Gegners tauschen, was natürlich für ihn auch nicht ganz so gut unbedingt ist. Wer dann schließlich eine der beiden Bedingungen erfüllt, nämlich alle weg oder hier unten in mindestens einem Bereich, der verliert Helton Palace. Ja, Helton Palace, das Hotel, in dem man vielleicht nicht unbedingt arbeiten möchte, weil die Gäste doch ein bisschen speziell sind. Dieses Spiel habe ich gefunden, als ich vor einiger Zeit in München unterwegs war. Dort war ich im Funtainment und da gibt es eben auch eine ganze Ecke mit englischsprachigen Titeln. Und da fiel mir dieses Helton Palace auf, weil ich einfach das Artwork ziemlich cool finde. Und ja, alles, was so ein bisschen mit Zombies und Grusel zu tun hat, ja, gefällt mir einfach. Dann ist es noch ein Zwei-Personen-Spiel und dann ist es noch von Yellow, die ja eigentlich doch auch immer ganz, ja, für schön illustrierte und ganz gute Spiele stehen. Wir haben das am Anfang gespielt und so die ersten, ich will mal sagen, die ersten 4, 5 Züge dachte ich noch so ein bisschen, ja,
ich nehme da so einen Gast und setze den da ein und warum soll ich den nicht zufriedenstellen wollen? Was gibt's denn da? Und je mehr natürlich Gäste in deinem Hotel sind, desto schwieriger wird es. Denn ich muss einfach auch mal Gäste nicht zufriedenstellen, weil deren Funktion oder deren sozusagen ja Nachteil, den sie dann mir geben, nicht so günstig wäre. Ja, also. Und ich habe, also wir haben dann auch schnell gemerkt, es gibt bestimmte Kombinationen. Wenn man die nebeneinander liegen hat, ist das sehr schlecht, weil es dann auf jeden Fall irgendwie was gibt. Und ich war dann auch am Ende der ersten Partie irgendwann in so einer Zwickmühle, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt die Person nicht zufriedenstellen mit ihren Wünschen. Dann wird der Nächste wird mich kaputt machen, weil ich dann meine letzte Glocke verliere. Oder ich kann die zufriedenstellen und dann wird aber der Nächste. Also, wo man dann so gemerkt hat, okay, hier muss man doch tatsächlich taktischer vorgehen. In den nächsten Partien habe ich dann auch wirklich immer noch mal mehr versucht, schon mir im Vorfeld zu überlegen, welche Charaktere sind jetzt da sinnvoll, wo kann ich was hin, wie oft kann ich auch sozusagen jemanden nicht zufriedenstellen, weil ich dann vielleicht durch andere Möglichkeiten noch mal habe, die Marker wieder wegzutauschen oder kaufe ich mir einfach noch mal Glocken zurück, um das Spielende weiter hinaus zu zögern. Also es gibt da schon ein paar strategische Kniffs, die man zu beachten hat. Und wenn ihr es eben mal ausprobieren solltet und vielleicht am Anfang denkt so ein bisschen, boah, ist das lame, lasst es auf euch wirken. Und wenn ihr da wirklich dann tatsächlich zu zweit eben Leute seid, die da gerne so ein bisschen nachdenken, dann kommt ihr auch mit den 45 Minuten Spielzeit ganz gut hin. Wir haben nämlich am Anfang relativ zügig gespielt, also wir sind auch beides eher so Bauchspieler und waren da, glaube ich, in nicht mal einer halben Stunde fertig. Und ich glaube aber, wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, welche Person ist denn jetzt hier sinnvoll oder welcher Zombie ist denn jetzt hier sinnvoll, dass er in mein Hotel einziehen kann, dann ja, wird man noch mehr diese kleinen Kniffs feststellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Partien, möchte das auch unbedingt mal gegen eine andere Person als gegen meinen Mann spielen, weil auch das macht natürlich im Zwei-Personen-Spiel ja immer einen Unterschied, gegen wen spiele ich das denn. Bisher hat es mir aber wirklich gut gefallen, es gibt es meines Wissens nicht auf Deutsch. Wenn es doch so ist, dann lasst es mich gerne wissen. Und auch ansonsten schreibt mir doch gerne mal, ob solche Art von Spielen euch auch angesprochen hätten oder ob ihr eher gesagt hättet, nee, das lasse ich mal im Regal, das ist jetzt so gar nicht meins. Wie auch immer, ich wünsche euch viel Spaß beim weiteren Spielen, spielt fleißig weiter und wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder.